So, also willkommen zurück zu einer weiteren Folge von... Achso, ist das vom Sammeln? Und guck, was wir alles mitnehmen. Oh! Große Sachen passen gar nicht mehr rein. Scheiß. Die Wand, dann sind wir voll. Oh, fuck. Cool, dann actually massig Munition. Die nimmt leider echt viel Platz weg. Wir werden also in Zukunft wahrscheinlich sehr viel die Munition benutzen. Warum haben wir zwei Revolver und keine Pistole? Haben wir keine Pistole mehr? Habe ich die echt weggeworfen? Oh. Na, das wäre jetzt allerliebst. Geil. So, und weißt du was? Ich werde auch tatsächlich so komplett leichtsinnig sein. Achso, erstmal hier eine Revolver kann auf jeden Fall weg. So. Brauchen wir nicht. Wir brauchen nur einen Revolver. Dass wir keine Pistole haben, macht mich gerade richtig sad. Jetzt, wo wir so ordentlich Munition gefunden haben. Ich packe die Munition mal nach unten. Hier die ganze Scheiße kann man eigentlich alles wegwerfen, weil wir die nur... Aber wie gesagt, ich heb mal zwei von jeder Sorte auf. Kleber würde ich auch erstmal... So, und einer kann weg. Du, eigentlich kannst du nur nach da. Ihr könnt auch weg. Wir haben vier von diesen guten Dingern. Das reicht vollkommen aus. Ich komme mir gerade vor wie so ein Windows-Defragmentierer. So, dann kannst du weg. Dann kannst du weg. Ich glaube, diese Fischdosen bringen gar nicht so viel, ne? Ich meine, ja, die haben jetzt auch nicht so viel Gewicht, aber... Wir haben hier noch ein paar von diesen Dingern. Was bist du nochmal? Ja, ganz ehrlich. Let's go. Hier haben wir noch eine. Oh. Die Dinger hat auch wieder zurückgepackt. Danke dafür. So, haben wir davon drei. Ich würde ganz gerne oben meine Waffeln packen, weil die einfach viel Platz brauchen. Das heißt, du... Achso, geht nicht. Alter, wie ist das? Das ist gerade richtig die Fragmentierungsarbeit hier gerade. Du nach da, dann kannst du nach da. Du kannst dann nach da, damit du nach da kannst. Und du... nach da kannst, dann kannst du nach da und du kannst nach da, dann kannst du, nee, da unten mache ich erstmal die Munition hin, und damit ist da unten auch schon wieder voll. Ah, das wird eine richtige Inventarsortierungsfolge. Geil, bin ich da richtig scharf drauf. Was bist du? Eine Nailbox. Ach so, ganz ehrlich, die brauchen wir gar nicht. Weg damit. Wir haben mittlerweile 18 Fuhl. Brauchen wir gerade mal 9. Ich weiß halt nicht, was man damit machen kann. Weg, empty bottle. Werden wir niemals benutzen, oder? Ich mag es aber auch nicht wegschmeißen. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ich heb mal... Ich heb mal 5 auf.
So, da haben wir mal 5 aufgehoben. Das sind dann immer nur noch 2,5 Pfund. Das ist völlig akzeptabel. Brauchen wir nicht drüber streiten. Das ist ein Gewicht, mit dem man leben kann. Guck mal, hier haben wir noch ein Fläschchen. Weil ich glaube, das haben wir auch Gewicht, ne? Hier haben wir 0,5. 0,7. Und das sind auch 0,5. Ja, das waren wir also auf jeden Fall Gewicht. Easy. Miracle Drug. Ich würde gerne mal das Ding ausprobieren, ganz ehrlich. Ich würde gerne so viel ausprobieren. Für diese Spritze haben wir noch nie was benutzt. Ah, oh, goddammit. So, was wir auch immer machen können, ist hier und Wodka. Da dürfen wir eine ganze Menge sparen. Das sind 0,3 und das sind 0,8. Und daraus werden gerade mal 0,0. Also, wenn das kein Ersparnis ist, dann weiß ich ja auch nicht, was das noch ist. Ja, wenn wir da hinlegen, damit wir jetzt kombinieren können. Und jetzt können wir die Dinger auf den anderen Stapel raufpacken, der genau da ist. Um 83. Ich frage mich, wie viel man stecken kann. Ist das unbegrenzt? Wahrscheinlich, ne? So. Weißt du was? Ihr könnt da bleiben. Du kommst nach da unten. Du kommst mit in die Mittelfeld, wo das ganze Essen und so sein soll. Du kommst mit nach da, woraufhin du nach da kommst. So, du bist auch Essen, du bist auch Essen, du bist auch Essen. Das ist Dirty Water, das kann weg. Jetzt haben wir noch 2 von den Stäben, die würde ich auch gerne behalten, weil wir haben ja gesehen, so häufig finden wir die jetzt nicht. Gut, dann haben wir unser Inventar schon einigermaßen aufgeräumt. Jetzt haben wir eigentlich bloß noch ein Gewichtsproblem. Wir müssen noch 38 Pfund runter. Boah. Das ist eine ganze Menge. Haben wir denn, was so viel Gewicht braucht? Also stellt euch mal vor, wir hätten noch 180er Limit. Da wären wir schon 100 drüber. Gut, ganz ehrlich, Energy Drink. Da brauchen wir jetzt gar nicht so viel. Gut, sind aber auch nur 12 Pfund. Wenn ich dafür jetzt die Hälfte wegschmeiße, sind es auch gerade mal 6 Pfund. Ich speichere auf jeden Fall erstmal. Vielleicht ohne Inventar offen. So. So, dann überlegen wir mal, was können wir weghauen? Das sind 17. Die bringt zwar wahrscheinlich ordentlich was. Alter, ich bin so schlecht darin, Sachen wegzuwerfen. Ihr könnt die Folge wahrscheinlich skippen, weil ich die gesamten nächsten 20 Minuten dafür brauche, um zu gucken, was ich wegwerfe. Ihr wollt gar nicht wissen, wie schlecht ich in sowas bin. Das ist der absolute Wahnsinn. Vor allem, es ist halt auch so schwer, hier Sachen zu vergleichen. Gerade bei dem Essen zum Beispiel, woran sich jetzt was wie viel regenerieren würde. Und warum kann ich die Salami mit dem hier kombinieren? Warum wird das Ding hervorgehoben? Ich habe so viele Fragen. I don't know. Gut, ich versuche mal irgendwie Hunger zu bekommen. Wie bekommt man am besten Hunger? Ich muss mich einfach nur auspowern. Das heißt, wenn ich jetzt hier das hier nehme, eine Waffe, die nicht verschleißen kann, und jetzt die ganze Zeit einfach wie wild
Kommen wir so auf 5 Punkte? Müsste eigentlich, weil wir verbrauchen ja Stamina. Und beim Wiederaufbauen von Stamina müssen wir Hunger bekommen. Das dauert halt nur ewig. Mann, ist mir langweilig. Nur 4 Punkte? Ey, wie lange... Ah, jetzt! 5 Punkte! Okay, das... aber es dauert halt ewig. Scheiße, die waren dann. Kann man das nicht irgendwie beschleunigen? Ich bin ja ganz ehrlich, wir laufen jetzt eh mit der Waffe rum. Das heißt, ein bisschen mehr Gewicht kann nicht schaden. Ich finde es halt nur drastisch behindert, dass wir keine Pistole haben. Das ist so richtig dumm. Von da war mal in 50 Schuss. Keine Pistole mehr. Ich dachte, wir hätten eine gefunden gehabt und die haben Spawn hingepackt gehabt. Wie gesagt, ich gehe einfach mal los. Und wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt einfach mit der Waffe arbeiten werden, hoffe ich mal, dass Stamina nicht so wichtig ist. Dementsprechend auch unsere Überlagerung nicht so wichtig ist. Es ist hier so verdammt ruhig. Das ist halt gar nicht meins. Oha. Noch ein Clip. Danke. Wie wär's mal mit der Pistole? May I suggest you try something different this week? Find yourself a place, it can be anywhere you have to been before, or something purely fictional. Whenever your thought seems overwhelming or you are feeling down, I want you to go to this happy place. This is somewhere your thoughts cannot invade. Where it is you and only you. Somewhere you feel peace. This is what I want you to practice this week.
I know I may feel like, what? I know it may feel like we aren't making a lot of progress with your sessions, but I feel we are getting close. Ich kann dich auch over the edge bringen, wenn du willst. Darf ich dir vorschlagen, etwas anderes zu probieren diese Woche? Finde einen Ort. Es kann überall sein, wo du schon mal warst, oder auch etwas Fantasievolles, Fictional. Ja, Fantasievoll, keine Ahnung. Wenn immer dich deine Gedanken überfordern, also zu viel werden, oder du dich einfach schlecht fühlst, möchte ich, dass du zu diesem schönen Ort gehst. Irgendwohin, wo dich deine Gedanken nicht infiltrieren können. Irgendwo, wo nur du bist und du alleine. Irgendwo, wo du Frieden fühlst. Das möchte ich, dass du diese Woche mal probierst. Ich weiß, es fühlt sich so an, als wenn wir diese Woche oder als wenn wir nicht sehr viel Fortschritt machen würden, aber ich habe das Gefühl, wir kommen dem nahe. Ja. Das Gefühl habe ich auch. Aber ich mag es nicht. Hänge ich hier diesen scheiß Kanten fest? Gott, wie hoch war denn der Wasserstand? Wie tief geht die Treppe runter? Vor allem, wie können die ganzen Lichter funktionieren, wenn hier alles unter Wasser stand? Was ist das schon wieder für eine Spielelogik? Oh, noch ein Zettel. Oh, noch mehrere Zettel. Und es wird scheiße dunkel. Ach, das ist der Ort. Oh ja. Klar. Mhm. Und bei dem Ort bin ich mir auch so froh, dass wir eine Taschenlampe haben. Weil sonst müsstest du dich mit diesen Leuchtdingern durchkämpfen. Und entweder hast du bereits ein paar angesammelt, einen kleinen Vorrat. Aber so viele findet man davon ja gar nicht. Oder du musst halt scheiße schnell sein, weil wenn du dich einmal verrennst, dann geht dir quasi die Zeit einfach automatisch aus. Entweder machst du es, indem du halt hier einen Save-Punkt anlegst, sodass du immer wieder zu dem Punkt zurückgehen kannst und es immer wieder probierst, solange bis du es mal schaffst. So habe ich es am Anfang gemacht. Oder aber halt Flashlight. Denn hier drinne gibt es auch Monster. Und ich weiß nicht, was sich daran jetzt geändert hat. Die sind garantiert nicht schwächer geworden. Nee, wir brauchen das. So, wir sind... Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wo zum Fix sind wir? Hier müsste irgendwo ein Eingang sein. Also ich schätze mal, da geht's raus. Hier geht's aber auch raus. Was steht da? Das erste kann man überhaupt nicht entziffern. Das könnte ein E sein. W-A... Das letzte könnte ein D sein. Hier ist ein Weg, der wohl gesperrt ist. Da ist ein Symbol. Liegt noch irgendwas rum? Noch ein Zettel oder so? Gar nichts. Na, ich nicke.
Also angenommen, wir sind hier. Dann müssten wir jetzt links vielleicht auf einen Weg treffen, der nach rechts abgeht. Und wenn wir hier sind, müssten wir auf eine ganz große Gabelung kommen. Wir kommen auf eine ganz große Gabelung. Das heißt, wir sind hier. Nein, sind wir nicht. Weil hier geht kein Weg ab. Wir sind weder noch. Wir sind komplett weder noch. Das hier ist ein. Ach so, warte Gott, doch, doch, das hier, dann ist das hier. Oh Gott, damit. Das hier, wo hier kein Weg lang geht. Hier drumherum. Und da hinten auch noch ein Raum ist. Ja. Okay, das heißt, wir sind auf der Map hier. Da ist irgendein gelbes. Was bedeutet diese X? Sind das Point of Interest? Also Sachen, wo wir lang gehen müssen? So, hier kommt jetzt der erste Abschnitt, das ist der hier. Der interessiert uns aber nicht. Hier ist jetzt eine Kreuzung. Und da müssen wir rechts rein. Da ist ein Symbol. Ah, okay, die X sind beleuchtete Punkte. Net to know. Da müssen wir jetzt also wieder nach rechts weiter und den Weg immer geradeaus, bis es gar nicht weiter geht. Sondern es ist so ein Gleich, also gucken, ob wir auf der rechten Seite irgendwie einen Haken auf der Wand, schätze ich mal, finden. Weil hier ist das Symbol auch auf der Wand. Das hier. Und sobald wir beim Haken, also sobald wir den Haken passiert haben, müssen wir dann nach links. Und dann. Genau, nach links. Und dann beim T-Stück nach rechts. Die Frage ist, wollen wir auch die ganzen anderen Sachen abarbeiten? Ja, das erste Monster ist da. Ich weiß gar nicht, ist das eins, was wir sehen? Ja. Gut, und von der Waffe reicht tatsächlich sogar ein Schuss aus. Ja, die Frage ist, wollen wir die anderen Gänge auch noch abarbeiten? Einfach damit wir. Aber es scheint nicht, dass es irgendwelche Secrets gibt, oder? Also hier sollte jetzt gar nichts. Ja, vor allem kann ich mir noch nicht vorstellen, weil das Gebiet ist halt normalerweise so dunkel und du hast halt überhaupt keine Zeit normalerweise. So, und hier ist gesperrt. Die Frage ist, sind solche gesperrten Sachen auch in der Karte eingezeichnet? Ne, sind sie nämlich nicht. Wenn ich weiter gucke, sehe ich da hinten aber erstmal nichts weiter. Kann ich einfach raufspringen? Nö.
Aber hier war doch das Symbol. Hier ist doch der Anker. Beim Anker wirst du doch hier nach links abbiegen. Dann dem Weg hier folgen. Aber der Weg geht da gar nicht weiter. Da ist der Anker. Oder wir sind noch ein zu früh, dass wir gerade hier abgebogen sind. Weil da ist nämlich genau die Sackgasse und das hier gerade das Gebiet, wo wir wahrscheinlich gerade vorstehen. Wir stehen gerade quasi gerade da und gucken in diese Richtung. Das heißt, wir müssen beim Anker doch noch weiter. Das ist ja blöd eingezeichnet. Ja, hier ist noch eine Gabelung. So, und ab jetzt gehört die andere Karte. Ah, ne, noch nicht. So, hier ist der Ort, der von Kato beschrieben ist. Der Weg da rein. Schätze ich mal. Ja. Hier ist der große Raum. Und da geht's weiter. So, wenn ich das hier richtig sehe, müssen wir uns erstmal einfach nur links halten. Und damit ist hinten aber echt spannend. Klingt so, als wenn das Ding näher kommen würde. Mal die Fresse halten. Danke. Irritiert mich voll. So, das heißt, wir sind jetzt hier. Hier endet die erste Map an der Stelle. Der Pfeil zeigt in die Richtung und das war's dann. Jetzt sind wir also hier irgendwo rausgekommen. Und jetzt müsste also hier ein Weg... Ah, stimmt, so war das. Genau, man fällt hier runter. Und dann, wenn man runtergefallen ist, ist man damit in der zweiten Map. Jetzt sind wir quasi da. Das müsste jetzt also hier gleich ein paar Wege sein. Ja, da sind die ganzen Wege. Okay, okay. Das heißt, jetzt wissen wir zumindest, dass wir hier unten sind. Wir müssen also bis zum Ende gehen und dann den Gang davor aber hier reingehen. Weil da ist ein rotes X. Ich meine, ich würde einfach mal vorher speichern und gucken, was da ist. Ich schätze mal, dass irgendein Monster, wo man nicht durchkommt oder irgendein versperrter Weg oder I don't know. Gucken wir mal. Ah! So eine Monster gibt es also auch wieder. Und da reichen zwei Schüsse. Ein Kampf wie diesen Revolver. Der ist so mächtig. So, hier war das ein Symbol. Das ist das da. Das heißt, das ist der Weg, den wir gehen müssen. Ich speichere an der Stelle mal. Und das ist der Weg, den wir jetzt auch stattdessen gehen. Ja, okay, ist einfach nur versperrt.
Hat einfach gerollt. Okay, gut. Brauche ich auch gar nicht neu laden. Der kleine Stücke sieht ja alles auf der Map viel größer aus. In Wirklichkeit ist es gar nicht so groß. Was durchaus ein bisschen verwirrend sein kann. So, den Weg, den müssen wir jetzt einfach geradeaus folgen, bis er nicht mehr weiter geht. Ach nee, da geht es gar nicht durch, kann es sein? Ja, ich glaube, wir müssen hier raus. Gott, das ist ja schon ein Umweg. Card. Was ist das für ein Umweg? Gut, das heißt, wir müssen uns einfach immer rechts halten. Immer rechts. Nein, nicht ganz. Gut, wir gehen einfach etappenweise. Aber ich meine, im Echten würde man einfach laufen, während man die Landkarte hält. So könntest du immer mit der Taschenlampe leuchten, ne? Das geht hier leider natürlich alles nicht. Von daher. Aber gut. Beim ersten Eingang ist bereits ein Kreuz. Das heißt, hier gibt es einfach nur wieder so ein Licht zu sehen. Also, aufzusammeln, meine ich doch. Da ich glaube, dass diese Viecher verfolgen, lege ich sie lieber immer gleich um. So, hier müssen wir jetzt rein. Das Ding führt jetzt ein bisschen im Kreis. Und beim dritten Abgang müssen wir rechts rein. Da müssen wir dann auch direkt was sehen können. Ich wollte das hier gucken, ob das Symbol. Ja, das Symbol gibt's da. Okay. Nee, das ist der erste Gang. Das ist der zweite. Hä? Gott, da haben wir massiv Munition verschossen. Das ist ja Bullshit. Gut. Also geht das scheinbar nicht immer, dass man die einfach abschießen kann, weil teilweise der Gang einfach zu schmal ist. So, hier ist rein, ne? Hier war das mit der Taschenlampe. Die wir gleich sehen müssten. Ja. Hier ist die Taschenlampe, okay. So, das heißt hier geradeaus und da die nächste Ecke auch geradeaus. So. Die rechts. Hier rechts abbiegen und dann da auch wieder nach rechts. Oh, da hat der Einschuss gereicht. Hier haben wir die beim Berge. Danach links. Oh, und guck mal, wir können den kurz in den Weg nehmen, aber er empfiehlt uns hier lang zu gehen. Also gut, aber das wahrscheinlich. Wie geht da mal lang? Weil ich glaube, da ist nämlich tatsächlich ein Raum, wo ein Zettel drin ist. Irgendwie sowas habe ich noch ganz dunkel in Erinnerung. Nach links und dann am Ende nach links. Frage ist, wo ist das Ende? Ach hier. Ja genau, hier geht's rein.
Oh. Und hier geht's wieder raus. Yay, wir haben es geschafft, Leute. Nice. Surface Access. Take the exit. There is no use continuing down this path. It will not help us. Ich glaube, das hier war genau so eine Passage. Da sagt er, wir sollen da direkt rausgehen, aber man soll actually hier weitergehen. Ich glaub, hier gab's bloß Spinnen oder so. Also gut. Oh, ist da schon wieder sowas? Hä? Hey. Kann sein, dass wir gerade im Kreis laufen. Okay, wenn man nah genug dran steht, reicht auch ein Schuss. Gut zu wissen. Hier war der Raum. Aha. I'm glad you have stuck with the therapy for as long as you could, even after feeling like it was not working. I have noticed a turnaround in your attitude the past few weeks. Habe ich wieder vollkommen vergessen, auf die Zeit zu achten. Gut, dann machen wir das mal lieber nächste Folge. Das Vorlesen. Bis dann.